Ich habe gerade meinen, ich habe jetzt schnell mal. Ich produziere Seife gerade. Geschrieben. Das hat mich wahnsinnig viel Stahl kostet. Oben diese Sprechblase neben dem Menü. Wir müssen das machen. Menü. Weil sonst kriegen wir hier nicht mehr. Lebensqualität, was ist das? Bei den Bauern, wie aktiviert man das? Hast du unten so einen Button? Das steigern könnte. Okay, nee, habe ich nicht. Was muss ich denn da machen? Die wollen Rohstoffe. Ah, okay. Und die kannst du denen dann geben, wenn du die zum Beispiel hast. Dann geben sie noch zusätzlich was. Gut. Muss ich mal gucken. Hab ich Mel? Ich hab kein Mel. Sollen wir in die nächste Evolutionsstufe? Sicher? Nein, sollt ihr nicht. Nein, bist du nicht. Also nicht, wenn es unbedingt sein muss. Gut. Wollt ihr denn da? Über den nur stressig. So aussieht, machen wir schon. Ja. Bimmelbild auch. Expedition ist verfügbar. Ja, das lassen wir aber. Was musst du denn mal machen? Ich bin nämlich gerade sehr beschäftigt. Jo, ich bin dran. Ich hätte gesagt, die Expedition machen wir heute noch gar nicht. Find's hier in Schwarzbeeren, dann drücke ich da drauf, dann bin ich auf dem Leuchtturm. Was ist denn der Scheiß? Mir fehlt noch Seife und Bier, das muss ich dann noch machen. Positionen. Flaggschiff steht zu Diensten. Vom Platz her ist die Insel ein bisschen doof. Hm. Aber nur gut Platz. Ich bin mal kurz weg. Jo. Ach, wo kann ich denn jetzt? Will ich mich verarschen? Was ist denn das? Wo soll ich denn das finden, das Zeug? Was denn? Ein Schwarzbären und ein Wolf. Wenn du bei der Bente, guck mal die Berge an. Die leuchten leicht blau hervorgehoben bei ihr. Ah, hier. Male waren jetzt in Arbeitskraft. Ja. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ja, die sind eher außerhalb der Map quasi. Da ist nochmal ein Bär bei dir oben. Genau. Erwischt. Jetzt sind es nur noch die Wölfe, ja. Mhm. Die sind auch außerhalb. Die werden auch blau hervorgehoben. Hier kann sich meine Seele entfalten. Ich höre den irgendwo. Da ist Schoner einer. Steht bereit. Da ist der zweite. Danke, Vari. Kein Problem. So. Kann man ein Lagerhaus auch irgendwie verbessern? Ja. Ja. Das ist dann dieser kleine blaue Pfeil. Ja. Rechts dann eben, wenn du auf Lagerhaus klickst, dann wird es zu dem blauen Pfeil. Sind unterwegs. Warte, ich zeig's dir. Schaust du gerade bei mir im Stream kurz? Warte kurz, ist hier ausgegangen? Wie ist ausgegangen? Ich hatte dich auf dem Handy an. Das ist irgendwie ausgegangen. Achso, so klein, okay. So, jetzt? Ah, jetzt kommt Werbung. Die dürfte bei mir gar nicht kommen. Haben wir neulich gehabt, gell? Wieso nicht? Weil ich die ausschalte. Aber Twitch sagt nein. Twitch sagt ja. Nein. Twitch ein Spot kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Yep. Ja. Ist jetzt vorbei, oder? So, jetzt ist. So, wenn du jetzt hier aufs Lagerhaus klickst, siehst du da dieser Pfeil hier oben. Gute Nacht, Flasania. Angenehme Träume. Siehst du es, wo ich bin? In meiner Maus. Oh. Nee, sieht er nicht, weil deine Kamera drüber ist. So. Achso, nee, genau. Sorry, Matt. Ich switch mal schnell die Ansicht.
Jetzt halt hier. Siehst du es? Auf der rechten Seite. Ach so. Ah, mir fehlt Lehm. Brauchst du Ziegel nicht? Schick mal ein Schiff mit Holz. Nee, Holz brauche ich nicht. Wow. Schiff. Wow, er braucht kein Holz. Das ist der Wahnsinn. Schick mal ein Schiff rüber, dann kann ich dir ganz viel Lehm geben. Bitte. Ja, danke. So, dann müsste es eigentlich auch gehen. Ich versuche jetzt mal, hier noch mehr Geld einzutreiben. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie sich. Vorsicht ist mein. Keine Kompromisse. Mein Beileid. So, und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Der Handel ist geplatzt. Das Schiff müsste doch auch. Wo waren das? Ganz im Norden? Nee, da kommt schon. Okay. Super. Wo brauchst du denn das? Wo soll ich es dann hinschicken? Zu meiner Hauptinsel. Okay. So. Wie viel. So, da bin ich schon wieder. Willkommen. Nein. Ich schicke dir mal 40. Ist das okay? Das ist voll cool. Wann hat man denn gewonnen? Wenn alle tot sind. Ich habe extra keine Siegbedingungen reingesetzt. Es ist quasi eine never-ending Story. Außer man geht bankrott. Wir machen jetzt fast überall plus bis auf Giorgino. Das ist gut. Bin ich schon wegen beruhigt da. Doof. So, ich glaube, jetzt ging das aber gut hin. Jetzt soll es laufen. Weg hier und dann hat man Unmengen an Bretter. Und ein Schiff von mir ist auch noch auf dem Weg zu dir. Was ist denn los, Chris? Ach, er erzählt hier, er hat Unmengen an Brettern. Wer? Bereit für neue Befehle. Ja? Mari. Freaky. Nicht ich. Ja, der will mich bloß mit. Hat er ein volles Lager mit Bretter? Das ist doch schön. Ja, schon. Ja, du nicht, toll. Oder was? Nee, ich bin da eher so der Holzkopf. Aber ein sehr sympathischer Holzkopf. Ja, aber es tut mir trotzdem leid. Für was denn? Ich habe da genügend Bretter. Was willst du? Ja, die Probleme sind keine Probleme mehr, Freaky. Nee. Ah. Haben sie die Lösung gefunden? Scheint so. Glaube ich, können wir nicht meckern. So, dann nehmen wir mal die Seifenproduktion. Ich liefere dir auch gerade schon 50 Seife und 50 Wurst, ne? Aal produzierst du, Chris? Übrigens, brauchst du Segel oder kann ich welche verkaufen? Die kannst du eigentlich verkaufen. Ich habe 18. Weil du brauchst dann auch gleich die Schule noch, oder? Ich bin noch ein bisschen überfordert. So, kann ich irgendwas helfen? Ich baue auf 3 Inseln parallel, also. Er ist viel zu viel. Ich erkläre. Möge es Sternenstaub auf sie hinabbringen. Ja, soll ich eine übernehmen, oder was? Soll ich eine übernehmen? Die ganz im Osten? Ja, okay. So, jetzt muss ich jetzt hier mal Seifen. Produktion machen. Die ganze Zeit. Okay. Ich wie schaut's denn aus? Grand Ziel mit 25 plus. Hm.
Produzierst du, Freaky, gerade Hopfen für zwei Inseln oder noch gar nichts? Ich produziere noch gar keinen Hopfen. Okay. Aber ich wollte gerade Seife aufbauen, danach mache ich Bier. Ja, mach mal in Ruhe. So. Hier noch Fischbaum. Die müssen wir verbinden. Gut. Haben wir das? Das haben wir. Bin ich echt am Überlegen. Was war denn da oben? Warum haben die auf der Insel? Ach, wegen Hopfen, gell? Hm? Wegen Hopfen. Da oben? Ja. Oder war. Nee, da rechts drüben. Oder warum haben wir die Insel überhaupt? Ach, die habe ich einfach genommen, weil es da Salpeter gibt. Ich dachte, das kann man vielleicht gut verkaufen. Und Salpeter habe ich ja auch. Ja, die Insel da oben ist halt interessant wegen Hopfen. Ja, aber warte mal. Nee, wir haben zwei Inseln wegen Hopfen. Wo Hopfen? Drei. Hm. Ja. Können wir Paulane, Erdinger und Nuan tauchen. Was? Genau, wir drehen richtig ins Plus demnächst, dann wir alles verhökern. Jo. Ist zumindest eine Taktik. Wo bist du gerade auf welcher Insel unterwegs? Chris? Ich hab meine Stadt weiter ausgebaut, Nale. Nale? Wird immer größer. Wo ich das vier Häuser als Arbeiterhäuser wahrscheinlich. Weil du hast oben irgendwie Minus. Ich gehe mal auf die Insel zurück, auf die kleine. Oh. Stahl hast du wahrscheinlich noch keinen, ne? Das läuft jetzt langsam an. Weil sonst muss ich wohl selbst da was produzieren, zumindest. Nee, warte mal, ich mache eine Handelsroute von mir zu dir. Immer mit 5 Stahl. Für Seife brauche ich Stahl und für Bier auch. So. Dann mache ich 5 Seife erstmal, 5 Stahl von mir. Und ich nehme mir von dir 10 Ziegel. Also mit der Handelsroute. Ja, mit der Handelsroute, das läuft dann automatisch. 10 müsste aber reichen, oder? Ich will dir halt nicht alles wegnehmen. Wieso macht das Minus? Die Flammen sind außer Kontrolle. Ah, ich habe einen Brand. Juhu! Wer hätte es gedacht? Ach nee, Freaky hat einen Brand. Hahaha. Freut sich das eigentlich. Dies, der fängt schon an. Oh, der Reichtum, der macht Wirre irgendwann. Ja, ja, das ist so. Jetzt fangen sie also an, sich gegenseitig, ja. Nö. Sitzen sie da in ihren dicken Putzen. Genau, und dann wenn ihnen freuen Arsch sich, wenn der andere irgendwas nicht mehr hat. Das Tolle ist, Steinwohnungen können nicht brennen. Oh doch. Oh doch. Noch lacht. Denk dran, da ist immer noch ein Kamin drin. Bei uns nicht, bei uns gibt's Feuerverbot. Warum mache ich mit Le Grand Ciel immer noch Minus? Ich verstehe es nicht. Du René, wir machen jetzt aber 650 plus.
Ja, aber die tragen noch. Ja, es müssten alle plus machen. Und dann, das weißt, die tragen noch zu stark die anderen mit. Wenn da einer noch ins Minus geht, haben wir ein Problem. Das ist mir zu riskant. Das kann so schnell passieren. Ich finde es gut, dass meine Angst sich jetzt auf René übertragen hat, die ich sonst immer hatte. Verstehst du das jetzt mit dem... Oh Gott, Minus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich mag das gar nicht. Ich fühl's. Aber das habe ich vor Anfang an schon gesagt. Ich mag kein Minus. Es ist für mich absolut... Das ist so, so... Da bist du so nah dran, wenn es einmal kippt... Wahre Worte, du sagen tust. Kleiner Padawan. Erstmal Feuerwehr bauen. Ja. Die hatte ich da vergessen zum Bauen. Passiert, genau. Muss mal schauen, was bei denen. Was fehlt denn bei denen? Fisch fehlt. Das ist mal zum Aufbauen. Schnaps fehlt. Fisch und Schnaps. Dann seid ihr zufrieden. Ist auf Köppe. Ah, so werden die eigenen Bewohner schon beleidigt. Das ist einfach nur traurig. Die werden beleidigt. Ich sag bloß die Wahrheit. So. Kartoffelöcken dran. Brauchst du irgendwelche Rohstoffe gerade dringend, Freaky? Stahl. Okay, dann bringe ich dir schon mal 20 Stahl, 30 Stahl for free runter. Naja, for free ist auch gelogen. Ich nehme mir 50 Ziegel mit. Bruder übernehmen. Mein Streben verfängt sich zumeist in Träumereien. Blickt manchmal nicht durch. Haben wir nur ein Sägewerk hier oder zwei? Euphorischer Bauer, schön. Zeigt sich nicht selber hier. Jetzt aus mit. Ah, ich bin im Plus. Ja. 920 machen wir. Stark. Ja. Das soll bloß noch Giorgino Ende jetzt plus kriegen. Dann haben wir es. Dann bin ich schon etwas beruhigter. Das wird noch. Man muss immer bereit. Das kommt noch. Das kommt noch. Da kümmere ich mich gleich drum. Okay. Denn jetzt hier alles? Was habe ich gesagt vorhin, was fehlt? Das ist gedeckt, das ist gedeckt. Ja, die sind ja zufrieden, weil es alles liegt. Können wir wieder gehen. Die leben. Alles ist gut. Die leben, machen bloß. Klingt stabil. Ja, Straßen erleichtern. Ich bin ja schon dabei. Man hört immer so einen leichten, genervten Unterton. Ja, von diesen Meldungen, ne? Wenn du schon dran bist, weißt? Statt dass du mal abwarten, die Gnome, ey.
Voll nervig. Du bist nur am Bauen von dieser Siedlung und dann die Straßen würden sie erleichtern. Ja, klar. So. Mein Ziel war es jetzt nur, diese Stadt kurz ins Fluss zu bringen. Das reicht dann schon. Weil dahin brauchen wir eh im Moment nichts weitermachen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen Städte, die Hauptinseln, die zwei, die wir haben, Chris, dass wir die mehr noch produktiver machen. Mhm, ja. Und die sind am stabilsten, glaube ich. 150 Holz, krass. Ich bin Holzmillionär. Vom Tellerwäscher zum Holzenwurm. Oh Mann. Chris, kannst du René einmal bitte erklären, was eine Million ist? Danke. Das kommt doch auf den, wie man das wertschätzt, an. Da kann es sogar Billionen sein. Ja, das geht auch. 100 Holz hat. Das geht auch als Amerikaner. Da ist auch eine Million, eine Billion. Naja. Ja, siehst du? Wer bin ich, als dass ich darüber judge, ne? Eben. René denkt im großen Maßstab. So. Nein, ich komme von armen Verhältnissen. Ich hatte ja nicht mal Holz. Das heißt, ich hätte mir nicht mal Klopapier machen können. Eieiei. Handelwirtschaft. Vicky, die ersten 30 Stahl sind da. Zack, schon ausgebaut. Ausgegeben hier. Dein Schnaps ist leer, Vicky. Ja, ich habe schon aufgewertet. Ah, okay. Jetzt müsste es auch steigen. Wann gehen wir? Loctus. Hallo. Vom Bier? Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, genau, da bin ich. Oh. Ah, ich gucke mir es gerade an. Achso, ich kann das ja machen auf meiner Insel. Ja, du hast Hopfen. Ja, dann mache ich das jetzt mal und schicke dir ab und zu was rüber. Das wäre cool. Ich bin mal kurz weg. Friedhofsblümchen 89, vielen lieben Dank für deinen Raid und Hallöchen Raiders. Ich fange mal ganz oben an. Besser ist es. Hallöchen, Sunny 2103, Noki, Lost Nova, Crazy Danny, BVB, Sunny 246, das Friedhofsblümchen ist natürlich auch mit rübergekommen, und Loctus, Hallöchen, na, wie lief's, was habt ihr Schönes gemacht, was hast du gespielt? Oh, du warst cozy unterwegs mit Garden Life, und wie geht's deinem Garden Life? War es erholsam? Ich hoffe doch. Wir sind hier gerade mittendrin in einer Anno 1800 Partie als Multiplayer. Zusammen mit Romonasa, Kelsen und Freaky Airliner. Mit allen DLCs, genau. Seit dieser Woche bin ich Besitzer aller DLCs. Das Gemeine ist ein bisschen, das Wissen bezüglich Anno 1800 ist ein bisschen unausgeglichen. Romonasa und Freaky haben relativ wenig Spielzeit. Kelsen hat gar keine Spielzeit gehabt, aber hat sämtliche Anno-Teile davor gespielt. Deswegen helfe ich denen auch immer so. Die sind auch gleich wieder zu hören. Ich habe es jetzt nur gerade gemutet und mich gemutet, damit ich euch schön begrüßen kann. Und natürlich auch Hallöchen, Claudilla Claudi. Ich hoffe, es geht euch allen aber richtig, richtig gut. Genau, learning by doing, so ist es richtig. Ich hole mal die anderen wieder dazu. Hallo. So, das sind die anderen, die ihr da im Hintergrund hört. So. Hallo. Hallo. Sorry. Ach, alles gut. Moin Moin. Ich habe mich nur gemutet, damit ich erstmal alle schön ausgiebig grüßen kann. Ja, ja. Und begrüßen kann, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ist doch klar. Wundern uns wird hier gar nichts mehr machen. Ja. Okay, ihr merkt schon, hier wird scharf geschossen. Und das, obwohl bei denen noch nicht alles läuft. Es läuft? Ist ein Plus? Das ist gut. Freaky,
Wenn du Glas brauchst, sag Bescheid. Soweit bin ich noch nicht. Die Produktionslinie läuft nämlich jetzt langsam bei mir auch an. Deswegen mache ich gerade nicht ganz so viel plus. Anno 1800 ist einfach absolute Liebe. Ich kann nur ganz schwer was Negatives finden. Das Einzige, was mich aktuell so ein bisschen ankekst, ist dieser UI-Bug, aber da haben wir ja jetzt einen Workaround gefunden. Ansonsten, es ist einfach, ach, es ist einfach Liebe. Aber ich bin bei Anno auch ein bisschen eingerostet. Mit der Liebe. Das glaube ich nicht, Tim. Spätestens in der 20. Folge. Ach. Ist das eine Drohung? Nein. Ich habe nichts. Ja. Ich halte mich da raus. Ja, Schweiz halt, ne? Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Frauenfeder. Schlaf gut und schön, dass du da warst. Nacht, die Frauenfeder. Bis die Tage will ich schon immer sagen, aber wir sehen uns ja eh fast alle immer jeden Tag. Richtig. Eine eingeschworene Truppe hier. Genau. Gute Nacht. So, jetzt muss ich mal kurz hier nachlesen. Nachlegen, ja. Anno 1800 ist Bombe in jedem Bereich, aber nur, wenn du die passende Hardware dafür hast. Das stimmt. Ja, also, Bombe, vor allem bei der Schnapsbrennerei. Ja, wenn die explodiert, das ist Bombe. Ja. du hast 490 Stunden im ersten Spielstand. Wow. Okay, das ist krass. Das ist gerade, so viel Spielzeit habe ich, glaube ich, noch nicht mal komplett. Oder wenn, dann gerade so. In der Partie sind wir jetzt 2,5 Stunden unterwegs. Auch keine Zeit eigentlich. Scheiße. René? Loctus ist... Ich hab was falsch gebaut. Mist. Loctus ist auch eine Person, die Manor Lords suchten wird ab morgen. Da sind wir schon mehrere jetzt. Oh, drei war's. Ja, eigentlich bist du alle. Ja. Was ist denn mit Blue? Spielt er das auch oder ist das nicht so seins? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nee, keine Ahnung, ob das für ihn was wäre. Könnte ich mir vorstellen. Er sagt ja, dass er Simulationsspieler ist. Sehe ich anders, aber gut. Nö, könnte ihm bestimmt gefallen. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob er einen Game Pass hat aktuell. Hat er? Was ist da? René weiß da mehr, sehe ich. Entschuldigung. Na, alles gut. Aber nicht wundern, bei mir ist der Aufbau der Stadt jetzt nicht perfekt nach irgendwelchen Layout-Grids oder sonst was. Ich baue Anno 1800 meistens so, wie es mir gerade in den Kram passt. Ich gucke natürlich schon, dass es ein bisschen effizient ist, aber nicht übertrieben. Schaut halt. Ja, Raster ist Liebe. Aber auch nur bei dir und Digi. Ach so. Hört ihr ihn da unken? So, Budelhausen ist auch kurz vor, macht Gewinn. Nochmal ganz kurz, ich finde, wir sind als Gruppe echt zusammengeschweißt und es macht mir immer eine Freude, mit euch zu spielen. Frauenfeder. No, das... das cool. Das, genau, ich wollte gerade sagen. Das vom Kind. Was? Das vom Kind. Vari hat neulich gesagt, sie ist ein Kind. Was? Ja, er hat gesagt, sie hat ein Kind. Sie hat ein Kind, ja? Ja. Also, ja, ich habe gefragt, wieso, wie alt ist sie denn? Das wusste ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Wir haben uns alle missverstanden. Jetzt kommt hier alles raus. Wieso verarschen die mich als Frauenfeder ein Kind? Kann ja gar nicht sein. Nein. Das war keine Verarsche. Recht, diese Behauptung. Die lacht nur. Nein, aber das freut mich, weil mir geht's genauso. Oh Gott, Hilfe. Ja.
Ich 26, Kind 9. So, jetzt wissen es alle. Ah, guck mal. Aber Monate. Nun ja, wie es scheint. Ja, eben 9 Monate, genau. Ja, guck mal, das sind ja schon wieder die nächsten Verwirrungen. Alles klar. Zusagen. Aber es kam dazu, kam direkt danach. Ich habe bloß kurz mal woanders hingeschaut. Weil. Ne? So. Oh. 26 und 9 Jahre wäre schon ein bisschen. Möglich. Möglich wäre. Möglich. Ist möglich, aber. Selten. Was? Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so selten. Ich kenne mich da nicht aus. Ich spiele da nicht in der richtigen Liga mit. Danke. So, jetzt aber gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. So. Denke ich mal. Da denke ich mit. Es denkt. Was will er denn mit der Expedition? Nö, die ignoriere ich einfach. Mach die, Freaky, die ist super. Nee. Wari mag das, wenn die anderen Leute die Expedition machen. Nee, das Ding ist halt, wenn wir jetzt die Expedition in die neue Welt oder ins Land der Löwen starten, dann haben wir einen haushohen Vorteil. Weil ich nicht weiß, wie schnell ihr nachziehen könnt. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir das in dem ersten Stream gar nicht, sondern wir konzentrieren uns auf die aktuelle Welt. Genau. Oh. Ich, Loctus, ich weiß es noch nicht, ob ich morgen Manalords streamen werde. Das entscheide ich spontan aus dem Bauch heraus. Und wenn ja, dann wahrscheinlich gegen Nachmittag. Aber im Zweifel, da sind einfach mal sämtliche Social-Media-Kanäle. Es lohnt sich Instagram oder aber der Discord. Seid ihr alle herzlich willkommen. Da gebe ich immer Bescheid. Ab 15 Uhr ist es draußen. Dann könnte es gut sein, dass ich da der Sucht verfalle. Bis ich es gedownloadet habe, dann ist es 15:30 Uhr. Je nachdem, wie groß das ist. Ich weiß es gar nicht. Nein! Nein! Was ist passiert? Nix. Alles gut. Das ist in Ordnung, René. Da sind wir ja auch schon. Bei den Handwerkern. Ich wollte aber die noch gar nicht freischalten. Wir sind noch nicht gesund genug. Dann? Weil ich daneben geklickt habe. In meinem Alter weiß der Zittermeer so. Oh. Bist du schon so alt? Jo, gefühlt ja. Er mit seinen 18, weißt du? Ja, dachte ich auch. Genau, mit meinen 18. 15 Gigabyte? Ja gut, dann habe ich das ja innerhalb von 5 oder 10 Minuten runtergeladen. Das ist jetzt ja nicht die Welt. 10 Tagen. Hallo? Ich lebe nicht in der Pampa. Wir haben hier einen Business-Anschluss. Ich weiß zwar nicht, wie schnell, aber wir haben einen. Langsamer als unser in der Pampa. Wie viel hast du da? Ich weiß es nicht. Wari? René weiß das bestimmt, weil der sich so einen technischen Scheiß merkt. Ich darf nichts sagen. Ich weiß nur, dass mein PC schnelleren Internetzugang hat als der von Blut. Das reicht. Also ich weiß zumindest, dass Waris PC schneller ist als die Leitung. Es würde mich nicht wundern, wenn mein PC noch die ganze Umgebung mitbetreibt. Aber eins muss ich ihm lassen, dem PC. Da kommt gute Luft raus. Die ist sogar angenehm von der Wärme. Mal kurz gucken. Die 4090 hat aber auch gerade ordentlich zu tun. Was, bei dem Spiel schon? Die ist aktuell bei 40%. What? Ich habe ja auch alles auf Ultra eingestellt und es ist ja Wuselfaktor hoch und hast ja nicht gesehen, ne? Hey Malme, danke vielmals für dein Follow und herzlich willkommen bei den Romonauten. Das denke ich auch. Hallo.
Hallöchen. Also rödelt bei 34%, 36. Und wenn ihr euch wundert, wen ihr da so hört. Genau. Das ist der liebe René. Gott. Der streamt gerade auch nebenbei. Ist im selben Spiel logischerweise. Das sind die Pinken. Und ansonsten hört ihr auch noch Kelsen. Hallöchen. Und Friki ist sehr leise. Nee, jetzt sind wir wieder laut. Und dann haben wir noch den lieben Friki. Der streamt auch mit da. Also der streamt heute nicht, aber der ist mit dabei. So rum, Entschuldigung. Und wir sind heute eigentlich ein Eurovision-Stream. Eurovision-Stream, das musste mal geben. Mhm. Wir haben Schweizer im Stream, wir haben Österreicher im Stream und Deutsche. Also Dach. Dach. Und mich. Der Dach stimmt doch, oder? Ja, Dach stimmt. Hast du gut in der Schweiz gelernt. Ja, jetzt wieder. Ja, was denn? Das Beste kommt doch zum Schluss. Sei vorsichtig mit René, sonst kann er wieder nicht schlafen heute Nacht. Genau. Okay. Man geht meine Neutralität gleich flöten. Das würde ich ja gerne miterleben, ganz ehrlich. Die muss ich erstmal haben, damit ich sie flöten nehmen. Datensammlung abgeschlossen. Sync-Fehler. Sync-Fehler. Ich bin rausgeflogen. Fortsetzen. Ja, Moment. Es setzt ja fort. Wir sind ja wieder in dem Ladescreen, oder? Ja. Alles gut. Ganz entspannt. Ich hatte gerade so schön gebaut. Ich auch. Oh. Ich wusste gar nicht mehr, was ich die letzten Male gebaut habe jetzt. Schau dir das Video an. Genau. Du bist doch bei uns, René, oder? Ja. Ja, da war das Internet so schnell. Da war das Internet so schnell. So, ich kann Segel setzen. Da sind wir wieder. Ich glaube, es hat keinen Verlust gegeben. Nee. Cool. Also bei mir nicht. Schnaps ist immer nur da. Sehr gut. Im Spiel oder im echten Leben? Im Spiel. Ich frage meinen Freund. Freaky? Ja? Wie sieht's denn so aus? Ich würde... Ach, du hast ja auch nicht mehr so viel... Ja, Ziegel. Nadel, nee, den meisten... Wieso denn das? Was? Ja. Ich check manchmal den. Ich check's echt nicht. Freaky, ich bring dir mal Schweine runter. Ich bin bei mir hier voll. Okay. Aber ist gut. Also nicht, dass es böse gemeint ist, ne? Ich find's ja gut, dass so viel Gewinn macht. Aber ich check manchmal die bei ich verkauf Eisen. Gewinn. Ich verkauf Eisen, vielleicht deshalb. Nee, das fließt aber nicht in die Finanzen mit ein. Ach so, okay. Das ist ja das, was ich nicht so ganz check. Ja, Freaky macht auch schon 1,9 die Insel von ihm. Das ist heavy. Wie sieht man das? In der Bilanz, wenn du oben auf die drei Balken klickst, dann kannst du dir da die einzelnen Inseln angucken. Ah, okay. Könnt ihr jetzt Holz verkaufen? Was, du kannst jetzt Holz verkaufen? Wenn nee. Was? Ist schon ein bisschen Slapstick mit dir. Das merkst du jetzt erst. Anni. So. Ja, wieso nicht? Jetzt ohne Scheiß. Ich kann ja Lehm und Holz. Brauchst du was? Lehm immer. Und dann kannst du dir hier Hopfen abholen, jede Menge. Ich habe kein Schiff zum Abholen. Das steht bei dir, glaube ich, oder? Achso, ja, dann komme ich. Bitte, Freaky? Ach, meine Schnapsproduktion, die ist ein bisschen... Ich lehm erst... Die stockt. Oh, ich mache mal gar keinen Lehmverkauf. Oh nein, oh nein. Gebe ich dir das Lehm? Den Lehm? Das Lehm. Das Lehm!
Gebe ich dir. Hab's dir gegeben. Ach sogar, mein kommst du leben. Stoppt. Zack, gleich sind alle Streams aus. Ja. Aber echt. Alles weg. So. Oh. Ich baue meine Schnapsproduktion. Mhm. So, theoretisch habt ihr dann das auch genug. Wenn ich jetzt das hier anfange zu bauen, müsst ihr aufsteigen, meine kleinen süßen Leute. So, dieses Dörfchen hier. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ihr werdet kein Bier kriegen. Wer? Die Pudelhausener. Ach, schon wieder Pudelhausen? Ja, klar. Warum nicht? Es muss ja eine Konstante geben. Variwut ist auch vorhanden. Ja, stimmt. So, jetzt gucken wir die Pflanzen. Ja. Oben. Ja, ist cool, ne? Ja. Ist echt cool. Ich hab doch gesagt, du musst erst investieren. Ich hab's immer gesagt, René. Das ist wie in Kebab-Chefs. Genau. Kredite aufnehmen. Nein. Erst 9 Mikrowellen, dann läuft das. Was für ein Mikro? Mikromanagement. Hört, hört, der Kaufmann spricht. Komm, das war die netteste Aussage, die ich treffen könnte. Ich hätte sonst sagen können, mit Mikro kennt er sich aus. Das wäre aber dann wieder böse aufgenommen worden. Boah, allein schon, dass du das denkst, sowas. Ah, guck mal, bei René ist er jetzt erst angekommen. Nein. Das ist das Beste immer noch hinterher. Nein, nee. Ah, schön. 2 davon. 3 davon. So. Ihr seht, wir haben das alles, wir nehmen das hier alles super ernst. Immer. Ihr nicht? So, ich bringe jetzt Hopfen. Aber bei René ist doch manchmal Hopfen und Weiz verloren. Ich brauche kein Hopfen, ich brauche das fertige Bier. Sonst muss ich doch hier alles bauen. Ei. Dum-dum-dum. Schiff dreht um. Hey, gut, dass ihr miteinander sprecht, ne? Ah, herrlich. Ja. Ist das nicht schön. Schiff dreht um. Gerhard Wendt, Schiff sagt, wir brauchen Bier. Gerufen. Was? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich habe gar nichts gemacht. Ich aber nicht. Ich habe Leben gerettet, ich weiß auch nicht warum. Bist du sicher, dass die dich meint? Durch die Straßen gegangen, hab gesagt, räumt auf! In der Zeitung steht, dass Variwut sich gehen lässt. Hallo? Also bitte. Das kannst du ruhig veröffentlichen. Bitte? Vicky? Ja, hier. Warum ist bei dir so viel Brand? Ist bei mir Brand, ey? Ja, hinten? Was die Brille wieder pflegt, Mann. Ja, da wäre eine Feuerwehr. Aber ich bekomme keine Meldung rein. Das ist links die Meldung. Ich habe auch keine Meldung gekriegt. Ich habe es durch Zufall gerade gesehen, weil ich über deine Insel gehufert bin. Und ich dachte mir so, wie viel Stahl hast du denn inzwischen? Aber dann habe ich die Änderung der Musik mitbekommen. Und ich dachte mir so, Moment. Ja, wenn die Musik kommt, dann kriege ich immer die Krise. Ja,
Außerdem war ich gesagt, es brennt nur bei ihm. Da ja, nicht drauf. Eigentlich schon. Es ist freaky. Naja, aber ich habe keine Bälle bekommen. Komisch. Oh. Nein, zwei Feuerwehren. Drei Feuerwehren in dem Bereich. Also ich. Also ich habe 5 Feuerwehren in meiner Stadt schon mal vorsorglich gebaut. Berufsfeuerwehren. Nein, nein, es sind, gibt eh 4 Feuerwehren. Aber... Was? So viele Feuerwehren? 4?